letzten Urteil vom 1. November, das ist ganz frisch. Da steht im Prinzip sogar drin, ihr sagt nicht die Wahrheit über eure Grundlagen. Da schreibt das Sozialgericht, ihr behauptet dies und das, und wenn wir uns aber euer Konzept angucken, dann stellen wir was ganz anderes fest. Und das ist den Verantwortlichen in dieser Stadt völlig egal. Die machen gerade so weiter, jeden einzelnen Tag. Und um deutlich zu machen, was das bedeutet, derjenige, der mit dem Eilbeschluss vom 30. September beim Sozialgericht Erfolg hatte, das war ein Mensch mit einem Einpersonenhaushalt, ein allein lebender Mann, der hat vom Sozialgericht dann fast 60 Euro pro Monat mehr zugesprochen bekommen, als die AfK der Stadt Kassel ihm geben wollte. Knapp 60 Euro mehr. Und das alles auf dem Hintergrund, dass die bundesweit geltenden Sätze schon zu niedrig sind. Und jetzt kommt diese Stadt Kassel und kürzt den Menschen bei den Kosten für die Unterkunft noch mehr weg. Und sie tun es nicht einfach so, sondern sie tun es wissentlich und vorsätzlich. Und ich will das auch an dieser Stelle deutlich sagen. Das trifft natürlich in allererster Linie die Hilfeempfänger. Und wir müssen deutlich machen, dass diese Hilfeempfänger Menschen sind mit Rechten. Wir haben ein Recht darauf, dass diese tatsächlichen angemessenen Kosten übernommen werden. Das, was hier stattfindet, ist Rechtsbruch. Aber das trifft nicht nur diese Menschen, das trifft die gesamte Stadt, weil das diese Stadt teilt und spaltet. Und deswegen ist es im Interesse aller, auch derjenigen, die nicht auf Hilfe angewiesen sind, dass wir als zivilisierte Gesellschaft mit denjenigen, die unsere Hilfe brauchen, auch zivilisiert umgehen. Und deswegen hoffe ich, dass es gelingt mit unserer Aktion heute, und ich hoffe auch mit Öffentlichkeit im Hinblick auf das, was im Zusammenhang mit dem Akteneinsichtsausschuss bekannt wird, dass dies genug Druck macht. Ich will auf einen Punkt noch hinweisen. Wir als Linken müssen uns ja immer vorhalten lassen, wir hätten keine Ahnung, wir würden die Akten nicht richtig verstehen, wir könnten die Urteile nicht richtig lesen. Selbst die Fraktionen von SPD und Bündnis 90, die Grünen im Rathaus, haben mittlerweile einen Antrag gestellt. Der Magistrat wird aufgefordert, sich in diesem Zusammenhang an Recht und Gesetz zu halten. Selbst die Fraktionen von Bündnis 90, die Grünen und SPD. Was sie allerdings leider nicht geschafft haben, ist, diesen Antrag auch so deutlich und detailliert auszuführen, dass für den Magistrat auch klar wird, wie er das umzusetzen hat. Die sitzen ja da drin und behaupten, trotz jedes Urteils vom Sozialgericht, sie hätten Recht. Das ist denen ja völlig egal. Aber wenn selbst die Fraktionen von SPD und Bündnis 90 die Grünen soweit sind, dann macht das deutlich, dass der Vorwurf hier findet, ein vorsätzlicher, bewusster, geplanter Rechtsbruch statt, dass der nicht aus der Luft gegriffen ist. Und gegen diesen Rechtsbruch müssen und wollen wir uns wehren, und wir fangen nicht heute damit an, aber wir hören auch heute damit nicht auf. Wir haben im Zusammenhang mit der Kampagne, da drüben kann man das sehen, in der Stadt Plakate aufgestellt. Und wir haben auch Flyer gedruckt und die werden wir auch verteilen. Und diese Flyer haben eine Besonderheit, auf die ich hinweisen möchte. Wenn man die Flyer aufklappt, auf der Rückseite ist dort eine Hilfestellung zum Einlegen von Widerspruch. Ich kann nur hoffen und ich kann nur raten, dass all diejenigen, die nicht das bezahlt bekommen, was sie selber an Kosten haben, dass die Widersprüche einlegen. Die Chancen sind sensationell gut, weil die da drin sensationell schlecht arbeiten. Dass es manchmal wir angesprochen werden, es wäre doch verwunderlich, beziehungsweise es würde doch bedeuten, wenn nur so verhältnismäßig wenig Menschen demonstrieren, dass das auch eigentlich gar nicht so ein großes Problem ist. Und ich habe ausdrücklich gesagt, dass das so nicht stimmt, sondern dass die Tatsache, dass wir hier von der Präsenz, von der Zahl her nicht so viele sind, dass das was damit zu tun hat, dass dieser Magistrat, dass dieser Sozialdezernent die Menschen einschüchtert, dass er ihnen Angst macht, dass er ihnen nicht das Geld gibt, auch mit der Straßenbahn womöglich zum Rathaus zu fahren, dass all dies Gründe sind, warum nicht so viele auf die Straße gehen. Jetzt gibt es aber jemanden unter uns, der selber betroffen ist und der nicht nur den Mut gehabt hat, hierher zu kommen, sondern obendrein auch den Mut hat, ein paar Worte zu sagen, und den möchte ich selbstverständlich jetzt gerne zu Wort kommen lassen. Das ist der Herr Stefanowski. Wo ist er? Ja, wie schon genannt, ich heiße Andreas Stefanowski. Ich möchte wegen dieser Regelsätze seit 2005, welche sind angeführt. Das ist nachgewiesen, dass sie reichen für gesunde Ernährung, nur für 20 Tage. Das bedeutet, die 10 Tage muss man verhungern. Ja, das Zweite, wie kann man das höchste Gericht in Deutschland entscheiden, das reicht so für Leben?
wenn da ist nachgewiesen, und das war vorher schon nachgewiesen, in 2006, zwischen 2006 und 2007 ist nachgewiesen, da reicht nur Regelsatz für 20 Tage, für gesunde Leben. Das, wie kann Bundesverfassungsgericht sagen, das reicht um sowas, ja? Dass der Verfassung, der Bundesverfassungsgericht macht mit dahinter, was jawohl, die Kapital möchte. Ja. Am schlimmsten, 2007 sind fast 900.000 in Bundesrepublik Deutschland Sanktionen eingerichtet. Ja. Das bedeutet, unschuldige Menschen sind gekürzt, Regelsätze, welche diesen trotzdem Minimum schon nachgewiesen durch das Bundesverfassungsgericht. Ja, das ist unvorstellbar. In meinen Augen, dass diejenigen Richter und Richter, die sollen automatisch entlassen sein, welche so verhindern gegen diese Sanktionen. Das ist alles noch rechtswidrig. Das ist rechtswidrig. Junge Dame, wenn Sie kennen das nicht, dann tut mir leid. Kann sein, Sie brauchen, können Sie Gras fressen und sowas, da können Sie gehen. Ja, wenn da Ihnen reicht. Für mich nicht. Und zweitens, Sie kann so die Sozialgerichte oder Landessozialgerichte, ich habe ein paar Klagen, schon seit 2004, ja, wie die umgehen. Wenn da ist unangenehme Begründung für den, da ich klage nicht nur Kassel oder so die Arge, ich klage der Bundesregierung. Da versuchen die Rechtsanwälte weggehen, da versuchen die Sozialgerichte total mir runterdrücken, begründen nicht total und sagen alles umgekehrt und so wie Landessozialgerichte. Manche sind Beschwerde schon bei dem Bundesverfassungsgericht und andere Rüge ist bei dem Bundessozialgericht. Ja. Da sieht man, wie die umgehen mit uns. Deshalb Augen auf, Mund auf die Straße alle und lassen nicht euch verarschen, ihr entschuldigt für dieses Wort. Da gibt genug keine Arbeitsplätze für den von 3 Euro oder 1 Euro, was die machen. Die Bürgerarbeit, das ist die gleiche Verarschung für alle uns. Und das bedeutet, wir sind nicht betroffen, nur wir als Hartz-IV-Sohn, das sind betroffen, die Beschäftigten am meisten. Die sind betrogen von vornherein schon durch das Kapital. Wegen der niedrigen Löhne und dann der Rente und der Sozialkasse. Da die machen diesen fast leeren, die sagen, wir können nicht bezahlen. Das stimmt nicht. Milliarden für die Banken, Banken, die verpulvern Milliarden in der Welt ganzes und da wir sollen dazu blättern. Das geht doch nicht. Deshalb alle, mit der Rentnerin und die Beschäftigten, alle auf die Straße und bei der kommunalen Wahl zeigen die rote Karte sogenannte. Schmeißen die Mitglieder von der CDU und der SPD, sollen die Mitgliederkarte rausschmeißen für den. Tschüss. Ja, das konnte kaum jemand am Ende so gut zum Ausdruck bringen wie jemand, der davon seit vielen Jahren betroffen ist. Herzlichen Dank dafür. Gut, also ich bedanke mich nochmal herzlich und würde mich freuen, dass wir bei anderen Gelegenheiten uns wiedersehen, vielleicht einige von euch und Ihnen nachher oben auf der Empore in der Stadtverordnetenversammlung. Dankeschön. Unsere Strafanzeige und einmal unsere Minderheitenvotum aus dem Aktenhandelsausschuss. Ich muss Ihnen jetzt ausdrücklich vorher dazu sagen und Sie herzlich darum bitten, dass Sie im Hinblick darauf, was Sie darin lesen und im Hinblick darauf, was ich jetzt dazu sage, eine Sperrfrist beachten bis ca. 17.30 Uhr, weil wir aus formalen Gründen aus dem Inhalt des Akteneinsichtsausschusses noch nicht zitieren dürfen, offiziell. Nur um den Hintergrund deutlich zu machen, es gibt schon eine Auseinandersetzung, die jetzt mittlerweile fast über ein Vierteljahr geht, um die Frage, was darf wie veröffentlicht werden, weil der Magistrat, das kann ich an dieser Stelle gut verstehen, ein großes Interesse daran hat, dass nicht öffentlich wird, was hier von uns zusammengetragen worden ist. Also ich möchte gerne Sie herzlich darum bitten, dass Sie dies beachten, weil es uns daran gelegen ist, eine Diskussion darüber zu bekommen, dass diese Stadt, die der Magistrat Recht und Gesetz beachtet und wir nicht in der Geschäftsordnungsdebatte darüber haben wollen, was veröffentlicht werden durfte und was nicht. Dass Sie aber Strafantrag stellen, ist grundsätzlich. Ja, die Tatsache, das ist öffentlich, nur die Zitate daraus, warum wir das tun, wie wir das begründen, bitte, wie gesagt, ist dahin noch nicht. Wenn Sie sich diesen Abschlussbericht durchlesen, dann werden Sie feststellen, dass aus den Akten hervorgeht, dass bereits im Mai 2009 ein Mitarbeiter der Stadt Kassel ein Rechtsgutachten angefertigt hat für die Stadt Kassel, aus dem hervorging seine Schlussfolgerung ganz klar, die Pauschalierung ist rechtswidrig. Im Sommer 2009 hat der Magistrat der Stadt Kassel, der Stadtverordnetenversammlung, dann aber nochmal ein
eine Entscheidung vorgelegt zu einer Verlängerung der Pauschalierung.